Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Dream Team Brothers. Was bist denn du hier? Ein neuer Gegner? Ein neuer Gegner? Interessant. Wir haben hier einen neuen Gegner. Okay. Das sieht sehr interessant aus. Aua, aua. Und Luigi ist noch spinnend nicht dazu. Na toll. Gleich neue Gegner hier am Anfang eines neuen Parts. Wow. Und ich glaube, die haben eine ordentliche Verteidigung. Ah, schön. 5 KP wiederhergestellt. Das ist sehr, sehr gut. Okay, beide. Oh, jetzt ist mal. Ah, es ist doch. Das ist doch. Okay, das sind keine Gegner für mich. Gefühlt. Irgendwie komme ich mit denen nicht klar. Oh, Mario, genau. Was ist jetzt? Och, ich habe doch losgelassen. Oh, Mann. Ich möchte wieder die anderen Gegner. Da hatte ich wenigstens noch eine Chance, irgendwie die Ausweichtraining zu schaffen. So. Und weg mit dir jetzt hier. Wow, die neuen Gegner machen direkt einen wunderbaren Eindruck. Nicht. Aber ist nicht so schlimm. Okay, ja, wir sind hier noch auf dem Pyjama-Gipfel. Und hier teilt sich nun der Weg. Das gefällt mir nicht. Ach, hier müssen wir anscheinend dann weiter. Ist sich beste Teil von Bergtour. Zeit zu überprüfen eure Mut. Oh nein. An Klippe! Wie sieht's aus, Bruderherz? Du haben Angstschweiß? Wenn Muskel von Wille ist stark genug, ist sich kein Problem. Bereit, Bruderherz? Bereit, Brüderchen. Brüderchen zeigen wahre Muskel jetzt. Wir sehen gut hin mit Augen. Ah, ist Vorrecht von großem Bruderherz zu machen ruhmreiche erste Sprung, nicht? Gut, oder sollen kleine Männer erst springen und wir uns hängen dran wie Schinkenrolle? Bruderherz, nicht genug Mumm? Bruderherz ist eigentlich Hasefuß? Hasefuß! Ich dir zeigen, Hasefuß. Löwenherz. Autsch. Wow. Bruderherz. Ja, Luigi, wir haben keine Wahl. Aber erstmal geht's woanders lang. Noch hast du kurz eine Verschnaufspause. Ich habe ja schon gesehen, dass es hier so einen Fotoblock gab. Den habe ich schon im letzten Part gesehen. Ja, für ein neues Puzzle. Boah, kann man machen, aber dazu müssen wir anscheinend auch Peenemünde. Da habe ich jetzt eher weniger Lust zu. Und da geht's. Okay, es geht. Luigi, ich muss dich enttäuschen. Da geht's dann doch jetzt leider nicht weiter. Wir müssen hier runter. Daher, komm, Mario zuerst. Mario zuerst und Luigi springt dann gleich hinterher. Eieiei. 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 Kann ich hier irgendwas machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Autsch, 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 autsch. Oh. Okay. So, Mario ist draußen. Luigi, du musst jetzt auch noch rauskommen. Ah. Haben überlebt. Habt ihr euch wirklich große Muskel. Aber ihr auch Muskel von Hirn, damit ihr schaffen könnt Flucht. Wir geben euch Tipp. Ihr seht euch Ventil an. Ventil, ihr könnt drehen. Wie Muskelfleisch auf Grill. Als Tipp, das muss reichen. Jetzt trainiert Gehirn. Körper und Hirn müssen beide sein voll von Muskel. Löst ihr nicht Rätsel, wir euch lassen hier. Jawohl. Aber ihr werdet lösen Rätsel. Muskelbrüder wissen das. Bruderherz, meine Beine haben viel, viel Schmerz. Psst. Tränen aus Salz geben Muskelfleisch erst richtige Würze. Wow. Okay, gut. Jetzt sind wir hier bei diesem Ventil, wo wir schon mal waren. Die Frage ist nur, wie komme ich denn da jetzt rauf? Hallo? Das ist eine unsichtbare Wand. Oder muss ich... Ich muss wahrscheinlich von der Seite so... Ah, okay. Ich dachte, ich muss mich da draufstellen und dann drehen. Aha, und jetzt ergeben diese Löcher auch da Sinn. Wo ich im letzten Part mir so gedacht habe, ist da irgendwas? Und ich dachte mir, nee, da ist doch nichts. Ah doch, da ist schon etwas. Okay, und dann können wir hier dann rauf. Wir können dann zurück und zum großen Kisso. Welcher noch befreit werden möchte. Von daher, das ist jetzt unsere Mission. Aber auf dem Weg dorthin kommt bestimmt noch der ein oder andere Gegner, oder nicht? Nee, nee, nicht, nicht. Keine Lust? Anscheinend nicht. So, hier, das Ding. Haben wir es auch auf der anderen Seite gemacht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim großen Kisso. Oh, die Muskelbrüder sind schon wieder weg. Aber egal, oder? Da ist der zweite Maxi-Kisso. Wenn wir diesen Kisso retten, dann können wir das Tor öffnen. Mario, Luigi, streckt euch an. Jupp. Luigi, der braucht sich einfach nur hinlegen. So einen Job möchte ich auch haben.
das Geld durch Schlafen zu verdienen. Obwohl, ja, na gut. Ich weiß nicht, ob man die Münzen in der Traumwelt... Doch, die kann doch Mario mitnehmen. Also rein theoretisch verdient Luigi durch das Schlafen Geld. Cool. Möchte ich auch. So, gut, dann gucken wir uns erstmal die Karte an. Die Karte sagt, dass über uns der Traumsplitter ist. Und da bis dahin müssen wir erstmal einen schönen Weg gehen. Wir werden bestimmt auch auf Gegner treffen. Hier, irgendwo. Keine Gegner? Vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Was ist da los? Weg da! Okay, sie leben noch. Okay, okay. Achso, okay, okay, okay. Hatten wir schon im letzten Part so eins. Ah, ich muss hier auf Zeit irgendwas machen. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Okay. Ein paar solche Dinger betätigen. Yes. Und auf der anderen Seite noch ein. Ja, 4 Sekunden noch übrig. Passt. Passt, passt, passt. Die Musik erinnert mich ehrlich gesagt gerade so ein bisschen an Super Paper Mario. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie muss ich daran jetzt denken? Hm. Wer weiß, wer weiß. So, ist hier nichts sonst unterwegs? Außer Blöcke und so? Ja, Geld. Eine ganze Menge Geld. Luigi, hoch hier, hoch hier, hoch hier. Danke. Aber irgendwie Gegner, Fehlanzeige. Ja, muss ich wirklich sagen, hier die Traumwelt ist teils wirklich sehr, sehr leer. Gerade in diesem Gebiet bisher. Muss ich mal so sagen. Wir hatten hier zwar diese einen Gegner, aber von denen haben wir auch nicht so viele gesehen. Und andere Gegner in der Traumwelt hatten wir jetzt auch nicht. Also, daher, die Traumwelt ist leider ein bisschen leer. Hm. Gut, dann wollen wir erstmal hier ein paar Blöcke betätigen. Oh, auf der rechten Seite ist der erste, dann wird links... Was? Muss man wirklich die richtige Zahl dann auch treffen? Alles klar, aber ich bin ein Profi im Zählen. Glaube ich. Meine ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich es geschafft und das ist die Hauptsache. Okay, und dann sind wir schon beim Traumsplitter ohne einen Gegner oder so. Eventuell wären da jetzt Gegner aufgekreuzt, hätten wir da verloren. Ich weiß es nicht. Aber gut, dann haben wir den jetzt doch ganz schnell befreit. Und ja, gut. Gut, 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 gut. Ist dann halt so. Nummer 23 war das jetzt. Der zweite große Kisso befreit. Oh Mann, fühlt sich das gut an. Endlich bin ich wieder ich. Danke, dass ihr mich befreit habt. Fantastisch, jetzt haben wir beide Maxi-Kiste. Maxi-Max. Hey, Maxi-Mark. Lange nicht gesehen. Sag mal, Maxi-Mark, hast du es auch schon mitbekommen? Prinz Taubert und seine Gefolgschaft müssen durch das Tor. Oh, im Ernst? Na gut, sollten wir dann einfach unser Ding machen? Definitiv, Maxi-Mark. Wir sollten unser Ding machen. Maxi, Maxi, Max. Maxi, Mark, Mark, Mark. Maxi, Maxi, Mark, Mark, Mark. Tadadadadan. Wir haben es immer noch drauf. Oh, verstehe. Das Tor wird also nicht geöffnet, sondern direkt zu Kleinholz gemacht. Na gut. Jemand hat das Tor geöffnet. Tor, das Muskelbrüder mit Muskelkraft nie geöffnet. Dann seid ihr sicher, Muskelmeister. Ich nicht. Muskelmeister der Kräftigkeit war unser Ziel. Ich habe doch schon gesagt, Muskelmeister ist eine große Ehre. Tor ist offen, also wir erweitern Tor. Ist alles unbekannt auf anderer Seite von Tor. Hier sich trennen Wege von Mann und Memme. Wir gehen, ihr uns folgen. Okay, wir folgen. An sich habe ich ja hier auf der Seite aktuell nichts vor. Alles, obwohl ich könnte eigentlich die Kiste, die wir noch hatten. Ich weiß jetzt aber nicht, wo die alle waren. Weil wir haben ja noch 3 Kiste zu retten. Ach, machen wir später. Jetzt habe ich nicht so die Lust drauf. Was ist denn hier? Muss ich da irgendwie mit Mario was machen? Nee. Hä?
Aha. Wartet, wartet. Kein Weg vorwärts, ja? Genau, deshalb, wir machen Weg. Wir haben besiegt Tor, also wir lachen über Berg. Berg lacht über uns, als wir klettern auf diese Wand, aber... Wir schaffen Durchgang durch kleine Spalte. Wie? Und nun ist Zeit für Spezialtechnik. Oh, genau. Was? Cool. Ist nicht gut, noch einmal. Alles klar. Uah. Puh, ist viel Wiederholungen. Vielleicht Pause machen besser. Was? Ihr wollt ausprobieren unsere Spezialtechnik? Zeigt ihr großen Mut. Ihr zeigt großen Mut. Ist, was gebraucht wird, wenn steigen auf einen Berg. Muss ich drücken zunächst zweimal auf Erdtaste, um ändern. Ja, gut. Ist halt wie mit dem Wirbeln, nur jetzt mit B. Genau. Also drücken wir am B und dann nochmal den B-Knopf, um dann rüber zu gehen. Und dann mit L können wir es wieder auflösen. Juhu! Oder nochmal R. So, genau. Ist gar nicht schlecht. Habt ihr gemacht. Sehr gut. Wir halten Tempo. Wir können noch klettern viel höher. Und tschüss. Cool. Neue Attacke einfach mal so nebenbei erlernt. Alles klar. Gut. Zweimal drücken und dann B und dann rüber hier. Alles klar. Oh, da gehen dann diese Dinger auch direkt kaputt. Okay. Gut, gut. Dann... Ach, da seid ihr ja schon wieder. Mensch. Aber hört ihr gut zu. Haben wir für euch wichtige Info. Boba-Wirbel kann auch zerbrechen. Dickste Felsen. Felsen da drüben betten um Zerstörung. Ist perfekt für euch, wenn Übung machen. Zeitkraft von eurem Muskel. Alles klar. Gut, dann ist das auch noch schön. Ist kraftvoll, oder? Hat enormen Muskel, oder? Und wagt nicht Widersprechung. Tour muss weitergehen. Versucht zu bleiben nah bei Muskulbrüder. Alles klar. Haben wir das auch jetzt noch gelernt. So, zack. Und rüber hier. Und rüber hier. Wunderbar. Und haben wir noch eine 10er Münze. Und dann geht es immer weiter hoch hinaus. Und das war frei. Das ist wieder so ein Punkt. Trotzdem, warum nimmt man nicht die Älteste? Weil ich gerade... Ich wollte den Bohrer auswählen, aber nein, ich habe den Hammer ausgewählt. Egal. So, hier rüber. Sehr, sehr schön. Gut, das ist jetzt halt ein Tutorialraum. Aber jetzt geht es weiter. Oh, zu Magma. Magma. Das ist sehr heiß hier. Sehr, sehr heiß. Das gefällt mir. Und nicht ihr schon wieder. Nicht ihr schon wieder. Okay, was machst du jetzt? 2, 3. Aua. Okay, gut, da konnte ich jetzt nicht ausweichen, weil das neu ist. Hm. Na toll. Okay, gut, ein toller Treffer, sehr, sehr schön. Ich versuche den erstmal schnell zu besiegen. Das muss irgendwie sein. Yes. Nein, 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 nein! Finde ich nicht in Ordnung. Ja, ich habe gleich wieder 9 Ohren, mal wieder voll. Vielleicht sollte ich mal den Ohren einfach zu Heilohren oder so ändern. Ich weiß es nicht. Warum mache ich einen Sprung? Ich weiß es auch nicht. Du machst mit Absicht diese Attacke, die ich dann doch gerne mal verhaue. Weil die andere Attacke, die kann ich immer abwehren. Aber das weiß er. Das weiß er ganz genau. Nein, nicht Sprung. Ich weiß, Mario hat wenig KP. Nein, er überlebt. Nicht du schon wieder da im Hintergrund. Nein, mache ich nicht. So, zack. Da kann ich nämlich abwehren. Das ist kein Problem. Und schießt du da im Hintergrund. Ohne Schäden, 20 Bestand. Okay. Was war da jetzt so ohne Schäden 20? Muss ich im nächsten Kampf mal nachschauen, was ohne Schäden 20 ist. Ich will erstmal kurz gucken wegen Pilz. So, zack, dass Mario wieder geheilt ist. Und ich wollte den Ohren ändern, weil ich glaube, KP macht dann jetzt doch erstmal wieder mehr Sinn. So, warte, zack. Wir brauchen Pilzorden, KP bei der Brüder um je 50% auf. Ich denke mal, das macht am meisten Sinn. Genau. Zack, haben wir das. Und dann brauche ich einen weiteren Gegner. Da. So, gut. Und jetzt will ich gucken wegen... jetzt greift der direkt an. 1,
zwei, drei und... Boah! Ich konnte ausweichen. Wow. Wer war dieser... Was war 20 hier? 20, 20, 20. 18, 19... Hä? Wo ist hier die 20? Da! Warum ist sie weiter unten? Gegen Flugtell. Achso, das ist... Ah, okay. Und hier ist Kiste... Okay, okay. Gut, gut. Ich dachte, ich wurde da getroffen von dem. Doch, ich wurde doch von dem getroffen. Letzte Runde. Hä? Dieses System ist so merkwürdig. Muss ich mal so sagen. Das ist so merkwürdig. Schönes Exzellent. Yes. Yes. Sehr schön. Aber die Hantel greift noch an. Nee, nächste Runde. Nächste Runde. Flugtail. Ja, Hantel, Flugtail. Beides ist dasselbe. Sehr schön, Luigi. Oh, der Ohren dauert jetzt ganz schön lange, bis er aufgeladen ist. Ich will mal kurz mal wieder einen Geisterkeks ausprobieren. Einfach, weil ich es kann. Mal gucken. Ob ich Erfolg habe. Natürlich habe ich keinen Erfolg, Mann! Warum hast du auch immer diese blöde Attacke? Ja, jetzt habe ich eine ohne ihn bekommen, aber... Meine, ja, guck mal, er macht immer nur diese Attacke. Das waren jetzt zwei. Bedeutet, ich müsste jetzt noch drei Geisterkekse fressen, damit... Ja, ich habe nicht mehr so viele Geisterkekse. Okay. Okay. Ja, es war ein Versuch wert. Aber meine Hoffnung ist leider weg. Irgendwann werde ich auch das irgendwie hinkriegen. Auf Skill mal. Mit haufenweise Geisterkeksen. Dann werde ich mich extra nur darauf dann konzentrieren. Und die richtigen Gegner finden. Oh nein. Oh, dieses Reinbacken in den Block. Mensch. Ah, gut, dann... Wirbeln wir uns mal hier rüber. Da ist wieder eine Hantel. Und Mario berührt sie gleich. Okay. Schön ausweichen. Eins, zwei, drei. Und... Mit der Attacke wurde ich doch vorhin getroffen. Warum habe ich dann trotzdem ohne Schäden bestanden? Also, das ist, weil der andere das ausführt? Merkwürdig. Sind nicht meine Gegner. Haha. Komm, mach die Ante weg. Yes. Immerhin das. Gut. Und dann kann Mario hier noch angreifen. 70 Schaden. Und bei der Hante machen wir nur so ungefähr 40 Schaden. Also da merkt man schon, was die für eine krasse Verteidigung hat. So, jetzt musst du aber auch noch weg. Und weg mit dir. Ah gut, mit dem Hammer machen wir irgendwie... Na gut, das war jetzt Luigi. Stimmt, das war Luigi. Luigi machen wir etwa 40 Schaden, mit Mario 70 Schaden. Das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Warte, bevor wir nach oben gehen. Was ist das da rechts da noch? Da ist noch ein anderer Weg. Was ist das da noch für ein Weg? Warum bin ich da noch nicht lang gegangen? Da nämlich. Ist einfach noch... Es ist ein alternativer Weg, den ich noch nicht lang kann. Juhu. Warum gucke ich da nicht vorher hin? Naja, egal. Egal, egal, egal. So, zack, zack, zack. Und dann gehen wir jetzt noch nach oben. Der Part ist eh gleich vorbei. Vielleicht treffen wir noch auf einen Gegner oder so, den ich noch besiegen kann. Ja, genau. Und ich bin mal gespannt, wann wir dann mal die Spitze des Gipfels erklimmen werden. Also, wenn wir mal endlich oben sind. Yes, das war doch jetzt so schön. So muss das. Zack. Und hopp. Sehr gut. 5 KP Heilung wieder. Sehr schön ausgewichen. Und dann machen wir mal die Hand weg. Unsere Bonusaufgabe ist jetzt bei 2, denke ich mal, oder? Ich will da mal kurz nachschauen. Müsste hier irgendwo. 3. Ja, aber wir haben nur 2 Geisterkekse. Das heißt, wir würden 6-mal ausweichen, maximal können. Ja, das heißt, ich bräuchte noch einmal. Aber ich glaube, der greift sowieso gleich an, oder? Ja. Uh,
Soll ich es wagen? Ich wage es. Ich wage es, ich wage es, ich wage es. Weil ich brauche nur noch 6-mal ausweichen. Das kriege ich mit 2 Geisterkicksen hin, wenn ich es nicht verhaue. So, natürlich dieser blöde Angriff. Hui, hui, hui. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Okay. Ich bin jetzt sehr doll angespannt. Und der letzte Geisterkick, den ich überhaupt habe. Uiuiui. Komm, mach den. Ja, genau, den Angriff. Da kann ich mir ruhig Zeit lassen, das ist das Gute. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Yes. War? Wow. Gut, dann geht's im nächsten Part weiter und wir sehen uns. Bis dann.